In der Nacht zum Montag ist es am Campus Nord der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr zu massiven Sachbeschädigungen gekommen. Nach Polizeiangaben wurden dabei etwa 2 Dutzend Scheiben eines Gebäudes am Friedrich-Ebert-Damm mit Pflastersteinen beschädigt. Auf der Fahrbahn der Charlie-Mills-Straße brannten zudem mehrere Autoreifen. Da der Verdacht einer politischen Motivation besteht, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Die Helmut-Schmidt-Universität wollte sich auf Hamburg-1-Nachfrage nicht äußern und berief sich auf laufende Ermittlungen.